Hallo und herzlich willkommen bei Kirchsport TV. Schön, dass du reingeklickt hast. Liebe Kirchsportianer, die Kirche hier auf dem Kirchberg in Zeitingen-Oberflacht ist eine Quelle der Inspiration und eine Einladung, über das Leben und auch über das eigene Verhalten immer wieder nachzudenken. Zwei Bilder stehen heute im Mittelpunkt. Viel Spaß und gute Erbauung bei diesem neuen Kirchberg TV-Video. Liebe Kirchbergianer, zwei Bilder stehen im Mittelpunkt des heutigen Videos. Zum einen der Soldat, der seinen Widersacher niedergestrickt hat, und zum anderen eine Frau, aus deren Mund Dämonen herausfliegen. Bin ich ein Mensch, der andere durch meine Taten auf den Boden bringt und mit meinen Worten verletzt? Oder bin ich ein Mensch, der anderen aufhilft? Bin ich ein Mensch, der durch seine Worte anderen Gutes sagt? Und Gutes sagen heißt im Lateinischen benedicare, und benedicare wird im Deutschen mit Segen übersetzt. Und noch ein Gedanke. Wir können unsere Handlungen und unsere Worte nicht zurücknehmen. Was getan oder gesagt wurde, ist gesagt und getan. Verurteilen wir uns selbst aber nicht für unsere Taten und für unsere Worte in der Vergangenheit. Nehmen wir uns an mit unseren ganzen Unvollkommenheiten, auch mit unseren dunklen Seiten, auch mit dem, was wir anderen schuldig geblieben sind. Nehmen wir aber diese Bilder hier in der Kirche von Zeitingen-Oberflacht zum Anlass, besser zu werden. Nicht mehr Dämonen aus unserem Mund herauszulassen, sondern Engel. Und nehmen wir den Soldaten als Anlass, andere nicht niederzudrücken, sondern aufzubauen. Nicht das Leben zu nehmen, sondern Leben zu ermöglichen. Dann sieht die Welt ein gutes Stück besser aus. Dann wird die Welt ein Abbild des Himmels. In diesem Sinne, euch allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.